Wer pflegebedürftig ist, möchte und soll so lange wie möglich zu Hause betreut und gepflegt werden. In den letzten Jahren hat sich immer wieder die Frage gestellt, was ist mit diesem Personenkreis, die ihren Pflegebedürftigen nicht zu Hause in fremde Hände geben können oder dies auch nicht wollen. Und für diesen Personenkreis haben wir das Projekt Pflegetandem entwickelt. Im Vorfeld besuchen wir jedes Tandem zu Hause, besprechen die Unterbringung und die Versorgung während der Woche. Wir arbeiten hier vor Ort mit Tagespflege und Kurzzeitpflege, organisieren bei Bedarf auch einen ambulanten Pflegedienst und kümmern uns um Hilfsmittel. Wir haben dafür ein regionales Netzwerk aufgebaut. Beim Pflegetandem nehmen beide teil, die Pflegeperson und der Pflegebedürftige. Die Teilnehmer übernachten hier in Bad Bocklet in der Reha-Klinik, wo auch tagsüber das Programm stattfindet. Währenddessen treffen sich die Pflegepersonen im Theresienstift in Bad Kissingen. Hier geht es um Erfahrungsaustausch, um Pflege, aber insbesondere und vor allem um das Wohl der Pflegeperson. Wir beobachten bei unseren Teilnehmenden eine hohe emotionale Bindung und dadurch das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit. Um den Transfer in den Alltag zu unterstützen, nehmen wir nach der Woche Kontakt mit den Teilnehmenden auf. Gesprächsaufhänger ist hier der Brief an mich selbst, der während der Woche geschrieben wird. Die haben sehr viel mit uns gemacht. Wir haben viele Spiele gemacht, wir haben gesungen, wir haben Gedächtnistraining gemacht. Alleine hätte ich da keinen so großen Spaß gehabt. Wir haben ja viel gelacht zusammen. Also ich fand das Tandem-Projekt richtig klasse, weil einfach meine Mutter gut untergebracht ist mit mir zusammen und ich sehe, was sie alles noch kann und ich erlebe einfach ihren Alltag und es ist wunderbar. Tolle Sache. Weiter so. Wir haben bereits 20 Tandems durchgeführt und noch weitere 110 geplant. Wir sehen, dass wir mit diesem Angebot vor allem hochbelastete Menschen erreichen. Doch denen geht es nach der Teilnahme deutlich besser. Sie wollen zu Hause etwas aktiv verändern, sei es in Bezug auf die Pflege oder auf sich selbst. Die bisherigen Daten zeigen, dass das auch nachhaltig gelingt. Daher wollen wir das Pflegetandem regelhaft anbieten und auch Materialien erstellen, auf die andere aufbauen können. Die Pflegenden und ihre Angehörigen haben sich das verdient. Thank you.